Es geht los. Schatz, wir sind so weit auseinander. Gott sei Dank. Oh nein. Ich filme die Sterne, Leute, ich wollte euch erstmal sagen, dass ich exzellent 1,5 Stunden geschlafen habe, vorher köstlich gegessen, wie ihr gesehen habt. Ich werde langsam wieder wach und bin jetzt beauftragt worden. Ich rede überhaupt nicht hochgetakelt, das ist meine Art und Weise zu kommunizieren. Du bist ruhig da auf den dunklen Plätzen. Sehr cool. Auf jeden Fall bin ich jetzt beauftragt worden, den Sternenhimmel. Quatsch, nicht immer dazwischen. Du wirst rausgeschnitten sowieso. Den Sternenhimmel zu filmen. Schatz? Und? Wie gefällt's dir? Ich tick total aus gerade. Boah, ist zu schön. Das Hotel an und ich muss mal kurz dahin gehen, weil da gibt es Donut am Stiel. Ich muss es euch zeigen, es ist so geil. Wo ist er denn jetzt? Ich muss es euch zeigen, es ist so geil. Jetzt hat er sich mal wieder versteckt. Schatz? Hier ist bei den Fischis. Hallo, wir haben uns kurz ready gemacht und gehen jetzt zum Busch. Busch Khalifa. Das hört sich an wie Khalifa, der Sänger. Naja, auf jeden Fall. Ja, genau. Gehen jetzt zum Busch Khalifa und gucken uns das mal an. Oh Leute, Schatz, die Leute schlafen ein, wenn du es so machst. Wieso? Guck mal, hier, pass mal auf jetzt. Hier, ein Vergleich. Jo Leute, los geht's. Wir gehen jetzt auf das höchste Gebäude der Welt. Freut euch. Wie sie gleich abgeht, ja? Wie sie gleich abgeht. Auf jeden Fall höchste Gebäude der Welt. Jetzt geht's los. We are here now. Der größte Shopping Mall von Dubai. Björn ist schon voll am Start, weil wir um 18 Uhr einen Termin im Busch Khalifa haben. Wir haben die Zeit total verpeilt. Auf jeden Fall beeilen wir uns ein bisschen und wir gehen jetzt dann aufs höchste Gebäude von Dubai. Wow. Morgen aus dem heißen Dubai.
Ich habe euch ja gestern das Zimmer gezeigt, wo wir sind. Und jetzt müssen wir ausziehen, weil Jörn irgendeine Überraschung hat, aber ich weiß nicht, welche. Und ich bin schon so gespannt. Schatz, welche Überraschung hast du? Schatz? Welchen Teil von Überraschung hat sie nicht verstanden? Überraschung ist Überraschung. Oh, ich bin so gespannt, wo es hingeht, wirklich. Baby ist auch mit hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott. Schatz, was ist das? Oh Gott. Na, hast du Angst gehabt? Ja, habe ich. Welcome. Wow. Welcome. Oh mein Gott. Oh fuck. Herzlichen Glückwunsch. Ich dachte, jetzt wo die Geburt bald ansteht, wenn wir schon mal Urlaub machen, dann nochmal richtig. Oh mein Gott. Wahnsinn. Leute, gönnt euch diese Deckenhöhe. Das ist unfassbar. Und das Spezielle an dieser Suite ist, dass sie über 3 Etagen geht und die Fische ab heute unsere Nachbarn sind. Schatz, okay, du gehst vor. Du gehst jetzt nach unten. Ist das nicht da drin? Nee, da ist die Küche. Wie geht's nach unten? Hier rechts. Überraschung gelungen. Oh mein Gott. Hier hört sie es. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott. Schatz! Das ist ja so krass. Nein. Okay, wir bleiben doch den ganzen Tag hier. Ja. Hanna wollte unbedingt noch zum Strand gehen. Das Verrückteste, was noch ich bisher gesehen habe. Ja, ich bin auch geschockt ohne Ende. Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn. Wir haben gerade Essen bekommen von ganz netten Herren. Und Schatz. Er hat erstmal als Vorspeise Chicken Caesar Salat. Bist du auch sprachlos, gell? Ja. Und bei mir gibt's Mushroom Soup. So, guten Appetit. Ich will euch unbedingt was zeigen. Und zwar waren wir gerade am Strand, so ein bisschen chillen, aber man hat es echt nicht lang ausgehalten, weil es einfach so heiß war. Jetzt sind wir wieder hier und die Leute von dem Hotel haben ein bisschen sauber gemacht. Guckt mal, wie süß das ist. Mit Rosenblättern und Schwänen. Schwäne, die sich voreinander verneigen, Schatz. Wir sind jetzt beim Helikopterabflugplatz. Gleich geht's in die Luft. Wir schauen uns Dubai von oben an. Ihr seid natürlich dabei und wir hoffen, dass wir eine gute Sicht haben.
Jemand hat uns gesagt, wir sollen den Mund offen lassen, wenn wir hochfahren in die Sky Lounge. Das hat nämlich 43 Stöcke. Damit man den Druckausgleich besser machen kann. Ich habe einen schiefen Mundschatz, schau mal. Ah. Ah, du machst 20 Etagen. Aha, da hast du einfach. Ich verstehe nicht, warum man den Mund. Ich schluck dann halt immer. Da haben kaum mit drin. Ich bin jetzt langsam ein bisschen müde. Spürst du schon? Ja, ich spür schon. Aber wir sind gleich oben. Jetzt sind wir oben. Ah, ich falle nochmal. Eine geile Kameraeinstellung. Leute, wie hässlich war das? Wir müssen zurück nach Deutschland. Ja, leider. Wir hatten hier so eine schöne Zeit. Wir haben gerade gepackt. So. Chaos ist ausgebrochen. Wir haben noch eine gute Tat vollbracht und fliegen jetzt dann nach Hause. Jetzt. Das war so schön. Absolutely. Ja. Der Fernseher kommt, dann bist du so erschöpft, wenn du dann nicht mehr aufhörst, aber schaust in dieses Aquarium und bist so relaxed, du schläfst ein und so wie auf Wolken. Ganz cool. Ich hab auch mal was gesagt, es war mehr als ein Satz, mehr als nur high und geil und leuchtet. Ich bin richtig stolz auf mich. Ich hab's immer mal so Hotel, das ist so groß, dass die Leute sehen können. Ich hab's immer kurz das Hotel, geht dir immer jetzt. Leute, dieses Hotel ist so krass groß. Aber du hast nicht das Gefühl, dass es voll ist, ja, weil sie einfach alles gut verteilt. Man schaut, dass man die Kamera, das ist nicht so lustig.